Der Bruder von Graziano Gianni, der WBO-Meister im Cruisergewicht, war in der Ecke, hat mit seinem Bruder geschimpft. Aber auch Boxer, die heraußen zusehen, müssen wissen, was es heißt, 12 Runden zu gehen. Das war die 11. Den Frei zur 12. und letzten Runde. Aufgeregte, verzweifelte Beschwörungen in der Ecke vom Rocky Gianni, das übliche Shakehand in der letzten Runde. Wie gesagt, ein fairer Kampf, was sich zu Beginn abgezeichnet hat. Teils verbal, teils gestisch, hat nicht stattgefunden. Dazu nehmen diese zwei Leute ihren Sport und ihren Beruf, was dasselbe ist. Zu ernst. Die Beschwörungen in der Ecke von Graziano Rocky Gianni können nichts mehr helfen. Er kann Henry Maske auf keinen Fall in dieser letzten Runde mehr auslocken. Denn auch ein schlecht trainierter und angeschlagener Maske hat einen eisernen Willen, das hat man im ersten Kampf gesehen. Und er kann auch taumelnd noch ausweichen. Das war damals Rocky Giannis Verhängnis, dass er den zweiten genauen Wirkungstreffer nicht mehr anbringen konnte. Aber in allen Sportarten hängen die Entscheidungen an den bekannten seidenen Fäden. Maske soll sich keine Verwarnung einhandeln. Er soll nicht mit zwei Händen klammern, sondern er soll das noch versuchen, solange die Luft reicht. Wegtanzen, stören. Rechte gerade, linker Haken. Das sind Punkte. Graziano Rocky Gianni kann die Schlussoffensive nicht mehr bringen. Er will, aber er kann. Er nimmt, er verliert. Henry Maske, ich habe es nach dem ersten Kampf gesagt, wird der Erste sein, der nach Ansehen des Bandes sagt, ich will das Rematch. Denn dieser, im besten Sinn des Wortes, eitle Mensch, denn warum soll man auf seine Klasse nicht eitel sein? Konnte nicht damit leben, dass die Leute gesagt haben, na, sie haben aber Glück gehabt, oder war denn das Urteil gerecht? Damit konnte und wollte er nicht weiter existieren. Und in überzeugender Manier bringt er diesen Kampf zu Ende und gewinnt ihn. Er gewinnt ihn so, wie die Experten gemeint haben, dass er ihn gewinnen kann. Nach Punkten. Er geht weg. Noch 34 Sekunden in der letzten Runde. Nein, Rocky Gianni, wenn er vorkommt, muss nehmen. Und wieder. Da gelingt kein entscheidender Haken zum Kopf mehr. Er kann dem Henry Maske die Füße nicht mehr wegziehen. Er fällt seinem Angriff nach. Die Halle ist hinter Henry Maske. Noch 9 Sekunden. Ungebrochen das Kämpferherz des Graziano Rocky Gianni. Es ist aus. Henry Maske ist Weltmeister und geblieben. Und Graziano Rocky Gianni weiß es. Entspannter Verlierer. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Judge Viliani scores the bout 1-1-7-2, 1-1-1. Judge Ramirez scores it 1-1-6 to 1-1-2. 4 Runden Unterschied. Judge Bennett scores it 1-1-5 to 1-1-3. 2 Runden Unterschied. Unanimous decision and still light.